Macht euch jemals wiederzusehen. Achne entzog sich dem eifrigen Händeschütteln des Bürgermeisters mit einem leichten Lächeln. Wir haben das Siegel des Todestraums gebrochen, sagte er. Zumindest denke ich das. Das Gesicht des Bürgermeisters strahlte, als Achne ihm die Einzelheiten berichtete. Als die Geschichte beendet war, legten sich die drei auf den Waldboden und schliefen ein. Moment mal! Das ist verrückt. Warum sollten wir uns einfach hinlegen und schlafen? Diese Geschichte ist reichlich schwachsinnig. Nun gib schon dein endloses Geplapper auf und leg dich schlafen, Dummkopf. Es hat keinen Sinn, gegen die Regeln dieses Ortes zu kämpfen. Achne und der Bürgermeister legten sich folgsam auf den grasigen Untergrund. Hast du schon vergessen? Fuhr Weiß fort. Es sind Worte, die den Todesraum kontrollieren. Worte, die uns erlauben, von einem Ort zum anderen zu reisen. Egal wie unnatürlich sie auch scheinen, sie gelten uneingeschränkt. Also wenn uns die Worte befehlen zu schlafen, dann schlafen wir auch. Und sobald wir das tun, geht die Geschichte weiter. Damit wurden die Augen des Trios schwer und ihre Atmung verlangsamte sich. Das ist das erste Mal, begann der Bürgermeister. Das erste Mal, dass ich mich müde fühle, seit ich hier gefangen wurde. Seine Worte wurden von einem langen, lauten Gähnen unterbrochen und er erinnerte sich an nichts weiter. Sie mögen für eine Stunde geschlafen haben oder ein Jahr. Als sie aufwachen, wirkte die Welt um sie herum realer. Der Nebel war dicker, die Blätter grüner. Sie waren offensichtlich aus ihrem Traum erwacht. Achne schüttelte die Schulter des Bürgermeisters leicht. Gute Nachrichten, sagte er. Wir haben es geschafft. Oh, wow, sagte der Bürgermeister mit einer erstaunten Stimme. Wir haben es geschafft, ich bin zurück. Er blinzelte ein paar Mal ungläubig, als könnte er den Anblick vor sich nicht begreifen. Ihr habt keine Ahnung, wie viel das bedeutet. Der Todestraum begann sich in unserem Dorf zu verbreiten und ich dachte, ich könnte herausfinden, wie man ihn aufhält. Aber ich nehme an, dem war nicht so. Ich muss mir die Seuche eingefangen haben und in meinen eigenen Traum gefangen worden sein. Der Bürgermeister versuchte aufzustehen und fiel dann wieder auf die Erde. Er starrte seine Beine an, als würde er versuchen, sich zu erinnern, wie sie funktionierten, warf Achne dann einen Blick zu und zuckte mit den Schultern. Wortlos streckte dieser ihm die Hand entgegen und zog den Bürgermeister wieder auf die Füße. Das echte Leben ist vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig. Ein gezwungenes Lächeln machte sich im Gesicht des Bürgermeisters breit. Ihr werdet es schon bald wieder erlernen, da bin ich mir sicher, sagte Weiß. Fürs Erste solltet ihr nach Hause zurückkehren und euch ausruhen. Nein, sagte der Bürgermeister auf unsicheren Füßen, schwankend. Nein, das kann ich nicht. Einige der Dorfbewohner sind noch immer im Todestraum gefangen. Ich muss sie retten. Der Bürgermeister bahnte sich langsam einen Weg zum heiligen Baum in der Mitte des Dorfes, senkte sein Haupt und betete leise. Dies ist ein heiliger Baum, erklärte er nach dem Gebet. Er ist der Wächter der Geschichte unseres Dorfes und dessen Erinnerungen. Aberglaube wird unsere Mission nur erschweren, murrte Weiß. Wir sollten nicht auf die Götter vertrauen. Der Bürgermeister schüttelte den Kopf. Nicht die Götter, die Worte. Die Legende besagt, dass unser Baum eine mächtige Magie, bekannt als ein versiegelter Vers, birgt. Achne und Weiß konnten die Überraschung nicht zurückhalten. Es schien, als hätten sie ein Ziel an einem Ort gefunden, an dem sie es am wenigsten erwartet hatten. Ach was, murmelte Weiß, das ist mit Sicherheit ein Glücksfall. Als die drei sich voneinander verabschiedeten, erwähnte Achne den seltsamen Mann, der ihnen das dritte Rätsel aufgab und die merkwürdigen Worte, die er ihnen mit auf den Weg gab. Einst sah ich eine Version von euch, die nicht ihr selbst wart, murmelte der Bürgermeister. Was um alles in der Welt? Gedankenverloren starrte er eine Zeit lang ins Leere. Wisst ihr, sagte er sanft, das klingt komisch,
Aber ich hatte auch das Gefühl, euch schon einmal gesehen zu haben. Agnei versuchte, keine Miene zu verziehen und versagte dabei, aber der Bürgermeisterschein schien das nicht zu bemerken. Déjà-vu, nicht wahr? Wie auch immer, ich nehme an, es ist eine Art Illusion, erzeugt vom Todestraum. Wahrscheinlich ist es bedeutungslos. Agnei nickte dem Bürgermeister mit einem Lächeln zu, aber in seinem Inneren überschlugen sich die Gedanken. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Bürgermeister und seinen Worten. Ich wünschte, ich würde verstehen, was zur Hölle hier vorgeht. Dieses Rätsel sollte sich als das schwierigste von allen herausstellen. Oh, vielen herzlichen Dank! Nun kann ich endlich wieder ein normales Leben führen. Das ist eine der absonderlichsten Seuchen, die ich je gesehen habe. Ich weiß, daher muss ich der anderen Dorfbewohner um jeden Preis helfen. Einen versiegelten Vers erhalten, dunkle Exekution. Dunkle Exekution, ich beschwöre magische Spitzen aus dem Boden, um Gegner aufzuspießen, aufladen, um die Anzahl der Spitzen zu erhöhen. Okay. Das war erstaunlich wenig Aufwand für einen versiegelten Vers. Ja, fast schon zu einfach, wenn du mich fragst. Es ist beinahe, als hätte uns jemand bewusst zu diesem Dorf geführt. Du machst dir zu viele Gedanken, Weiß. Oh mein Gott, dieses Spiel ist krass. Es ist sehr, sehr krass, möchte ich sagen. Ich werde jetzt hier speichern. Ich werde anscheinend vom Briefkasten auch geheilt. Speicherstand 1, ja. Also, ich möchte jetzt, bevor ich weiterspiele, beziehungsweise ich werde die Aufnahme gleich beenden, möchte ich ein, zwei Worte erstmal sagen. Dieses Spiel ist krass. Ich muss sagen, ich habe viele, viele Spiele in meinem Leben gespielt. Sehr, sehr viele. Aber noch nie hatte ich bei einer Stelle, die nur aus Text bestand, so eine Gänsehaut wie heute, wie bei dieser Aufnahme. Das ist mir noch nie passiert und mir stand alles zu Berge. Ich möchte mich auch entschuldigen, dass ich den Text so schludrig teilweise gelesen habe. Ich bin gerade zu dumm zum Lesen gewesen. Und es ist extrem schade gewesen für diese Stelle. Eventuell werde ich da nach dem Let's Play irgendwas aus dieser Geschichte nochmal bauen, sie nochmal lesen oder ähnliches. Da lasse ich mir vielleicht was einfallen. Weil ich muss an diese Stelle hier, ich mache hier jetzt auch keinen extra Speicher, ich nehme einfach den alten, den ich dann da hatte. Und speichere dann in Zukunft auf Nummer 3 weiter. Das ist krass. Ich habe sowas noch nie erlebt. Und ich kann ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das im Let's Play rüberkommt, wie es ankommt. Aber ich würde euch echt empfehlen, wenn ihr eine Xbox 360 habt, kauft euch Nier und erlebt diese Stelle selbst. Ja, ich wette mit euch, ihr habt dieselbe Gänsehaut. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich in ein sprachloser Agnei 917. Dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Nier. Ciao.